Hallo Leute, hier ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Ich habe es euch schon mal vorgestellt, es gibt eine Studie vom Büro für Technikfolgeabschätzung beim Deutschen Bundestag. Also vom Deutschen Bundestag, was bei einem Blackout geschieht, Folgen eines lang andauernden und großräumigen Stromausfalls. Habe ich euch im Dezember schon mal kurz vorgestellt und daraus gibt es jetzt die einzelnen Teilbereiche. Ich möchte euch vorab ein kurzes Fazit daraus vorstellen. Wie die zuvor dargestellten Ereignisse haben auch weitere Folgeanalysen des THB gezeigt, dass bereits nach wenigen Tagen im betroffenen Gebiet die flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen nicht mehr sicherzustellen ist. Die öffentliche Sicherheit ist gefährdet. Der grundgesetzlich verankerten Schutzpflicht für Leib und Leben seiner Bürger kann der Staat nicht mehr gerecht werden. Das mal als kurze Zusammenfassung. Und heute geht es daraus um das Thema Telekommunikation, Informationstechnik. Wir haben jeden Tag, wir telefonieren am Festnetz, wir telefonieren mit dem Handy, wir WhatsAppen, wir deren Facebooken, wir Instagrammen, wir was weiß ich, wie es alles heißen, TikToken und, wir YouTuben. Wir nutzen Apps, um zum Beispiel schauen, wie werden das Wetter. Wir surfen im Internet, um uns zu informieren über alle möglichen Themen. Tja, und dann geht plötzlich gar nichts mehr. Bist du darauf vorbereitet? Und vor allem, was geht denn alles nicht mehr und warum? Und wenn dich das Thema interessiert, bleib einfach dran. Dann bleibst du einfach dran. Die Folgen eines großräumig langfristigen Stromausfalls für Informationstechnik und Telekommunikation müssen als dramatisch eingeschätzt werden. Telekommunikations- und Datendienste fallen teils sofort, spätestens aber nach wenigen Tagen aus. Das ist schon mal die Zusammenfassung von dem ganzen Thema. Und das schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Fangen wir mal an mit dem am häufigsten genutzten, die Festnetz. Die fällt sofort im Moment eines Stromausfalls aus. Nicht, weil das Netz nicht funktionieren würde, sondern weil es bei euch daheim nicht mehr funktioniert. Ich brauche halt eine Fritzbox. Und was braucht die? Strom. Ich habe halt vielleicht ein Telefon per Funk. Und was braucht die Funkstation? Strom. Das heißt, beides funktioniert nicht mehr. Jetzt könnte ich sagen, ja, ich habe ja noch ein Handy. Und auch hierzu schreibt, das Problem ist nicht das Handy selber, weil das ist vielleicht gerade frisch aufgeladen. Es sind die Basisstationen, also die Mobilfunkmasten, die Einwahl in die Netze ermöglichen. Wir telefonieren ja nicht von Handy zu Handy, sondern über den Masten, zum nächsten Masten, wieder zurück zum Handy. Und diese Masten haben das Problem. Diese Masten haben zum Beispiel, so was früher, weiß nicht wie es jetzt ist, auf 400 Gespräche maximiert, mehr können die nicht, und haben aber für 10.000 Leute. Und wenn plötzlich 1.000 Leute versuchen, darüber gleichzeitig zu telefonieren, weil es fest jetzt ja nicht mehr geht, weil das Internet nicht mehr geht, dann haben die einfach überlastet. Und dann gibt es halt, der eine kriegt nur ein Gespräch und der andere halt nicht mehr. Tja. Und natürlich ruft dann jeder den anderen an, die Tante, sonst wem, wie schaut es denn bei dir aus, hast du auch keinen Strom? Und dann ratscht man natürlich und so haben diese dann überlegt. Also bitte in dem Fall nur die wichtigsten Gespräche machen, dass man vielleicht noch schnell seinen Partner ruft, wie kommst du heim, sonstige Geschichten. Also, Festnetz, Handy können wir schon mal festhalten. Handy nach wenigen Minuten weg und nach ein paar Stunden haben die Masten sowieso. Wegen nur kurzfristig funktionierender Notstromversorgung fallen die dann ganz aus. Es geht aber nur weiter. Jetzt habt ihr vielleicht daheim fürs Festnetz, so wie ich, eine Power-Oak und ich kann dann die Fritzbox weiter betreiben. Es kann aber sein, dass euch das trotzdem nichts hilft, weil eben die Ortsvermittlungsstellen nicht für einen langfristigen Stromausfall gedacht sind. Also früher war es so, wo ich nur bei der Telekom gelernt habe, da haben die 14 Stunden lang das Telefonnetz aufrechterhalten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Manche fallen nach 15 Minuten aus, manche nach 8, manche nach 12 Stunden. Je nach Wichtigkeit in die Städte halten die oft länger als wieso. Das heißt, habe ich daheim in meinem Powerhook, das ist meine Idee, dann habe ich zumindest noch einige Stunden lang Informationen übers Internet, wo ich dann nutzen könnte, wo ich vielleicht das eine dann rausfinde, was ist passiert. Wie gesagt, die Ortsverbindungsstellen verfügen über USV, also unterbrechungsfreie Stromversorgung, also Akkus, aber die haben halt nur 15 Minuten bis 8 Stunden, manche bis 12 Stunden. Und dann ist das ganze Netz Sense. Kommen wir mal zur wichtigsten Telefonnummer, die es gibt. Notruf.
Aktuell ist es so, ich kann einen Notruf überall kostenlos anrufen, in ganz Europa 112, per Handy, per Festnetz, per Telefonzelle, alles wunderbar. Allerdings funktioniert der Notruf nur dann, wenn das Endgerät eine Verbindung zum Telefonnetz bekommt, über die nächste Ortsvermittlungsstelle, über den nächsten Mobilfunkmasten. Dies wird im Falle eines großräumigen Stromausfalls nur wenige Minuten bis Stunden der Fall sein. Und dann ist Sense. Ich habe zwar immer den Vorteil, wenn jetzt der Mast überlastet ist und ich wähle die 1 und 2, dann wird der andere rausgeschmissen und ich habe Vorrang. Aber trotzdem, wenn der Mast dann nach ein paar Stunden nicht mehr funktioniert. Auch wir Behörden haben im Übrigen das gleiche Problem. Also die BOS-Kräfte, nicht nur die Behörden, auch die BOS-Kräfte. Weil der normale BOS ist für 2 Stunden ausgelegt, in Bayern für 4 bis 5 Stunden. Und die werden jetzt deswegen langsam gehärtet auf 72 Stunden, die werden jetzt peu à peu umgebaut. Es gibt zwar für uns Kräfte auch die Möglichkeit, ohne Masten zu funken, aber die ist ganz, ganz eng begrenzt auf wenige Kilometer Reichweite, wie ein normales Handfunkgerät. Mehr haben wir dann da nicht. Und von dem her ist dann auch für uns die Kommunikation, desto länger das dauert, immer schwieriger. Das heißt, jetzt kommt ihr vielleicht mit Notruf durch, oder auch schon nicht mehr. Noch schlimmer, dann könnt ihr zum Beispiel die Polizei nicht rufen. Bei euch bricht auch eine Ei. Es sind irgendwelche Randalierer unterwegs. Es sind irgendwelche, ihr werdet überfallen. Ihr könnt keine Polizei mehr rufen. Und selbst wenn ihr die Polizei erreicht, kann es sein, dass die Polizeistreifen vor Ort nicht erreicht, weil der BOS-Funk ausgefallen ist. Und das Handy auch nicht mehr funktioniert. Also das sind schon Sachen, wo ich sage, muss man zumindest mal drüber nachdenken. Das Gleiche ist, was ist, wenn es auf einen Unfall hinkommt? Und was mache ich dann? Ich wähle einen Notruf. Dann kommt der Sanker und alles wird gut und ich muss halt schauen, dass ich den kurz versorge. Wie schaut es denn da dann aus? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Könnt ihr da ausreichend was machen? Wiederum, was ich letzte Woche schon oder die Woche schon empfohlen habe, Erste-Hilfe-Kurs hilft hier zumindest, dass ich mal so grobe Sachen Menschenleben retten kann, in dem Fall. Auch ein Problem, gerade in der Krise probieren ja dann viele, es wird kalt, also wird mit Kerzen geheizt, mit Lagerfeuern, mit sonstige. Und das heißt, die Brandgefahr ist wesentlich höher. Das hat man in Venezuela gesehen, wie viele Brände es gibt. Aber ihr könnt keine Feuerwehr mehr rufen, weil der Notruf nicht geht. Also hier ist immer wichtig, dass ihr auch hier ausreichend vorsorgt mit Feuerlöscher sonstiges, um einen Entstehungsbrand eben zu verhindern. Und das auch bitte einen Nachbarn sagt, weil wenn es bei dem brennt, kommt es auch zu euch rüber ohne Feuerwehr. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, zack, jetzt fällt der Strom aus. Was macht es als erstes? Klar, Sicherung, nachschauen, okay, die ist nicht, dann zum Nachbarn nochmal schauen in der Nacht, okay, der hat auch kein Licht, der hat auch keinen Strom. Nur, wie lange bleibt denn der weg? Ist das nur bei uns im Gebiet? Ist es vielleicht im ganzen Land? Ist ganz Europa? Braucht es vielleicht sogar einen Schwarzstart? Das sind extrem wichtige Infos für euer Verhalten, weil wenn ich weiß, es braucht einen Schwarzstart, dann muss ich mich halt mal auf 5 bis 10 Tage oder 14 Tage ohne Strom einstellen. Während hingegen beim örtlichen Stromausfall meistens dauert es ein paar Stunden. Es ist dann im Übrigen so, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einen gesetzlichen Versorgungsauftrag für Notfallkommunikation und Information erfüllen müssen. Entsprechend verfügen Rundfunkanstalten über Notfallstudios, mit denen ein reduzierter Produktionsbetrieb über mehrere Tage aufrechterhalten werden kann. Klassisches Beispiel: Radio. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr ein Radio habt, das ohne Strom funktioniert, mit Batterie, mit Kurbel, Einbau, Fängen, Funkgerät, wie auch immer. Alles, wo man Radio empfangen kann, weil das sind halt dann die einzigen Infos, die ich kriegen kann. Ob die dann richtig sind oder nicht, ist ein ganz anderes Thema. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, mal an Informationen zu kommen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Amateurfunk, wer einen Amateurfunker kennt, mit dem würde ich mich gut stellen. Da kommen wir dann später noch dazu. Oder vielleicht hat jemand sogar Satelliten, Internet, Satellitentelefon. Auch dort kann ich Infos weiterhin bekommen. Zumindest mal 1 bis 2 Wochen, bis die Bodenstationen auch keinen Strom mehr haben. Es gibt dann immer Leute, die, das habe ich ja selber schon in einen Kommentar gekriegt, die dann sagen, ja, da kommt das THW mit seinen Aggregaten und dann läuft es wieder. Und ich als THWler und jemand, der mit Aggregate, Maschinist für Aggregate ist, muss darüber nur milde lächeln. Ist leider so.
Wir haben in keinster Weise Aggregate für sowas. Wir haben unsere Fachgruppen Elektro. Ich glaube, da haben wir um die 90 Stück oder sowas in die Richtung. Die könnten sowas betreiben. Ja, aber 90. Wir haben aber 8000 Vermittlungsstellen. Und hier steht es im A drin, die Vielzahl der strombetriebenen Netzwerknoten, Vermittlungsstellen, Funkantennen, der Festnetz- und Mobiltelefonie sowie des Internets machen deren flächendeckende Wiederinbetriebnahme praktisch unmöglich, da tausende von Batteriespeichern geladen und Treibstofftanks versorgt werden müssten. Und wie gesagt, auch wir haben natürlich das Problem, dann auch die Einsätze zu koordinieren, weil auch unser BOS-System natürlich dann in Mitleidenschaft gezogen wäre. Und wenn man dann schon irgendwas in, das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe von uns hier beim THW, die BOS-Masten mit Strom zu versorgen. Aber wir haben wesentlich mehr Masten, die wir eigentlich versorgen müssten, als was wir Aggregate haben. Und dann werden alle Aggregate für das weg. Du brauchst einen Haufen Leiter dazu, weil der muss ja dort bleiben, der muss immer wieder nachfüllen. Tja, ich glaube, wir haben in dem Fall wahrscheinlich noch andere Aufgaben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man das weiß, dass das so ist, warum macht denn der Staat nichts dagegen? Eine nachhaltige Absicherung der Kommunikationsnetze, die es ermöglicht, über Wochen ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen für die Kunden stabil zu halten, dürfte zurzeit wirtschaftlich und technisch einfach nicht zu realisieren sein. Konzepte, die im Fall eines länger andauernden Stromausfalls zumindest ein definiertes minimales Versorgungsniveau bieten, sind, soweit ersichtlich, noch nicht entwickelt. Wüsste auch nicht, dass sich daran etwas geändert hätte. Die Studie ist ja schon wieder 10 Jahre alt. Was allerdings ist erwähnenswert, ist des Weiteren noch das Gesetz über den Amateurfunk. Dort ist in § 2 der Amateurfunkdienst ein Funkdienst definiert, der unter anderem zur Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und Katastrophenfällen wahrgenommen werden kann. Das heißt, hier werden dann die Amateurfunker in die Pflicht genommen, mehr oder weniger, dass die halt quasi ein weiteres Kommunikationsnetzwerk aufbauen und von dort her dann verteilen. Deswegen sage ich, wenn ihr einen Amateurfunker kennt, stellt euch gut mit dem. Weil der hat vielleicht Infos, die sonst keiner hat. Die darf von im Übrigen ist dann nicht einmal nur die normale Kommunikation machen, wie, hey, was gibt's bei dir heute Abend zum Essen, sondern die Kommunikation ist dann ausschließlich nur für Notfallsachen gedacht. Die dann leider auch wieder unter Verschlusssache in der Regel fallen. Aber wenn man den gut kennt, kriegt man vielleicht die eine oder andere Info. Also ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Wenn ein Blackout oder großflächiger Stromausfall kassieren, ein Brownout quasi, Festnetz geht sofort nicht mehr. Hier habt ihr die Möglichkeit mit einer Powerbank, so wie es ich habe, zum Beispiel die Power braucht man, wie gesagt, nicht ganz so große, nur für die Fritzbox, noch einige Stunden lang eventuell weiterhin Informationen übers Internet zu bekommen oder per Telefon. Handynetz ist nach wenigen Minuten tot, wegen Überlast. Das heißt, eigentlich wenn der Stromausfall ist eure erste Aufgabe, einen Partner, Kids anzurufen, WhatsApp zu schreiben, Achtung, Treffpunkt dort und dort oder wo bist du gerade, wo kommst du heim. Das aber bitte kurz halten, weil das möchten andere ja auch machen. Und lieber rufe ich einmal zu oft an, weil es vielleicht nur ein kurzer Stromausfall war, als dass ich beim richtigen Blackout eben vergessen habe, nachzufragen. Internet ist ja über Festnetz sofort tot. Das heißt aber, ihr habt noch die Möglichkeit, eventuell über das Handy noch Infos zu kriegen, aber denkt dran, wenn Internet über Festnetz nicht mehr geht, was macht dann jeder? Zack, über das Handy dann ins Internet gehen und dann wird das relativ schnell zusammenbrechen. Aber Versuch ist es auf alle Fälle mal wert. Klar, Fernsehen ist sofort tot ohne Strom. Radio ist das Einzige, was noch geht. Zumindest einige Radiostationen. Habt ihr ein Radio, das ohne Strom funktioniert? Ganz wichtiger Punkt. Und wenn es mit Kurbel ist, wenn ihr aber so ein Kurbelgerät habt, dann bitte auch jedes Monat einmal wieder voll machen, sonst ist der Akku kaputt im Fall des Falles. Wer das Ding also für jahrelang hier irgendwo im Keller liegen hat, das wird nicht mehr gehen, wenn es dann soweit ist. Habt ihr, wenn es mit Batterien ist, genug Batterien daheim oder immer ein Bauaufhängfunkgerät. Was bleibt denn, wenn ich keine Infos habe? Genau, Ungewissheit. Und das ist in der Krise richtig scheiße. Was ist mit den Kids? Was ist mit dem Partner? Was ist mit der Verwandtschaft? Was ist mit den Bekannten? Du weißt es nicht. Wie geht's denen? Wo stecken die? Stecken die vielleicht gerade irgendwo im Zug fest? Weil der Zug, wenn ein richtiger Blackout ist, funktioniert auch nicht mehr. Die haben zwar eher ein eigenes Netz, aber haben oft die gleichen Stromerzeuger wie das normale Netz. Also wenn die ausfallen, fällt wahrscheinlich das auch mit aus. Ich empfehle euch tatsächlich mal einen Plan zum Erstellen, das einfach mal durchzugehen mit der Familie, was dann jeder zu tun hat.
Also wie kommt derjenige dann von der Arbeitsstelle zum Beispiel heim, wenn der Zug nicht geht, wenn das Auto, Beispiel Blackout, München, keine Verkehrsampel mehr, in 0,nix ist der Verkehr dicht. Das heißt, mit dem Auto komme ich nicht mehr heim. Ja, wie komme ich denn dann heim? U-Bahn läuft vielleicht auch nicht mehr, hängt auch am Strom. Zug geht vielleicht auch nicht mehr und der Bus kommt auch nirgends mehr durch. Also wie komme ich dann je nachdem heim? Habe ich ein Get-Home-Bag, sonstige Geschichten? Bei mir im Auto zum Beispiel ist immer so viel Sprit drin, dass ich locker nach Heim komme. Also wenn ich nur 50 Kilometer Arbeitsstelle hätte, dann würde ich mindestens 100 Kilometer immer Sprit im Auto drin haben, für den Fall der Fälle. Gibt es einen gemeinsamen Treffpunkt, wenn man sich aus irgendwelchen Gründen daheim nicht mehr treffen kann? Wir haben sowas. Die Miri weiß, wo sie mich dann finden könnte. Und das ist ein ganz abgelegener Ort, den sonst eigentlich kaum einer findet. Der aber trotzdem auch zu Fuß zum Erreichen ist. Habt ihr Kommunikationsmittel, wie zum Beispiel, ich habe euch ja schon mal die Baofeng vorgestellt, die nur für den Notfall, aber dafür dann richtig gut geeignet haben. Weil es kann ja auch sein, wenn es länger dauert, der eine geht vielleicht mal raus, weil er versucht, was zu essen zu organisieren, wie auch immer, oder Wasser holt. Ja, dann ist es doch ganz gut, wenn ich informiert bin, was der draußen so sieht. Vielleicht passiert ihm irgendwas und ich weiß es nicht. Also sowas ist auf alle Fälle wichtig. Wer natürlich Satelliteninternet hat oder Satellitentelefone, der ist hier klar im Vorteil. Kostet halt leider relativ viel Geld. Gut, das war's von mir. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like. Es kommen die anderen Teile, die auch hochinteressant sind, die nächsten Mal zu dem Thema. Jetzt beginnen wir wieder mit Blackout. Und wie gesagt, Abo deswegen nicht vergessen, es wird noch interessant werden, noch richtig interessant werden, das kann ich schon versprechen. Und ansonsten sagen vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outta Kimber. Pfiat euch!